Juhu und willkommen zu so einem Gameplay-Scheiß hier. Wir spielen nämlich einfach mal Mario Party Island Tour. In ein paar Tagen ist ja der offizielle deutsche Release, aber ich hab das Spiel einfach mal so auf Englisch. Ich wollte das eigentlich schon vor Monaten hochladen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Deshalb dachte ich mir jetzt einfach, yeah, lass uns doch einfach mal den anderen Let's Player die Views stehlen. Ja, oder so. Nein, ist natürlich nur ein Schatz. Ein Schatz, ja, total. Ja, und so. Also hier, ich kann euch erstmal das Menü so ein bisschen zeigen. Hier gibt's ja so Party-Scheiß, also so komische Minispiele und so ein Gedöns. Da steht auch immer, wie lange das ungefähr dauert. Aber wir machen einfach mal das herkömmliche Spiel. Das dauert zwar lange und da sieht man, da kriegt man noch Bowser Jr. Der Fisch aber ganz scheiße. Ich mag Yoshi am liebsten. Yoshi ist voll süß. A perilous palace path. Die immer mit ihren scheiß Alliterationen, ne? Das ist richtig nervig. Welcome to the Perilous Palace Path, where you must overcome obstacles and use items to reach goal. Girl! Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Und da verliere ich jedes Mal. Ja, genau. Das war jetzt irgendwie gar nicht klar. Weil das Beste ist, das wird jetzt genauso festgelegt. Und zwar das ganze Spiel über bin ich dann die dumme Letzte. Ich hasse das so sehr. Ey, cool. Guck mal, ich hab voll Glück. Hihi. Hallo, kleine Federbuch. Okay. Egal, wir probieren es einfach mal aus, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Das passiert mir voll oft. Ja, auf jeden Fall. Ach so. Ah, ihr sagt es dir gleich. Ja, genau. Ich habe so ein Gammel-DS gerade. Ach, das ist die Demo. Ja, Gammel-DS, weil mein Vater den auf eBay ersteigert und hat mal gesagt, ja, hast du den Plop? Und der ist voll scheiße, weil der 3D-Modus da einfach forever an ist. Das ist richtig scheiße. Plotsch. So, dann nimm uns doch direkt mal den fertigen Block mit. Das ist eigentlich ganz sinnvoll, dann wollte ich nicht mehr brauchen, so eine halbe Stunde. Stunde später. Hallo? Ach, ich glaube, ich muss nochmal drücken, oder? Muss ich das? Nein. Nein, war gut. Okay. Nur jetzt habe ich fast nichts mehr, aber egal, dann nehme ich den Plop. Yeah. Ich bin Styler, ich verstehe das Spiel irgendwie nicht. Achso, die anderen klauen mir dann meine Punkte jetzt für uns. Hey, trotzdem kommen wir doch auf die größten. Hä? Das ist so schwer daran, ich verstehe es nicht. Oh Gott, das Spiel ist voll komisch irgendwie. Es ist eigentlich egal, was wir eigentlich nehmen, ich nehme das Problem nur. Passt schon. Was? Ich habe gar nicht den ausgewählt. Ich habe einfach irgendwie weiter gedrückt, aber ist egal, ich bin trotzdem. Weil die einfach zu dumm zu kacken sind. So, ich verstehe es nicht. Oh, das Spiel war jetzt sehr spannend. Oh, ja, so viel dazu, dass die Kack einfach sind oder einfach nur richtig langweilig. We have a tie. Tie? Ach so, Gleichstand. Ich dachte erst so, hä, was? Wir haben eine Krawatte? Oh yeah, ich bin Erste. Jetzt kriege ich nämlich so einen geilen Scheißi-Würfel dazu. Dann darf ich nämlich einmal zusätzlich würfeln. Event. Was? Oh, das gefällt mir. Whoops! You just landed on the Piranha Plant Space. Oh, du wirst gleich wegfliegen. Cool. Hahaha, Loser. Hallo, du kleine Fette. Wach, wach, wach. Hauptsache, wir sind einfach zu dritt Erster. Das ist voll komisch. Aber gleich habe ich ja meine zwei Würfel und dann bitch ich euch alle weg. Bestimmt kriege ich dann so eine 2, wie immer. So, wuiu. Wow, eine 6. Das hätte ich auch mit einem Würfel kriegen können. Schlecht. Okay, warte, was nehmen wir? Wieso soll ich weise aussuchen? Ich meine, das ist Glück. Ich nehme pink. Batschika! Come on! Na? Yay! Woo! 50-50, geschafft! You did it! Ja, seht ihr mal. Oh, die Kühe sind so süß. Oh mein Gott, sind die niedlich. Oh. Stöhnen so richtig ab. Get ready for big boost. Oh, slip and slide. Oh, das sind süße Pingus. Juhu. Ja, ich mag süße Pingus. Okay, wir müssen uns bewegen und jumpen. Und ich glaube, ich habe das schon mal gespielt und da habe ich voll verkackt. Aber egal. Tolle Demo. Hat ja voll gebracht. Oh, wie der einfach rutscht, ey. Ich springe jetzt auf den Kopf von Patschika. Ah, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, der Mega-Fanji des Todes. Oh, hallo. Man kann auch einfach die ganze Zeit damit stehen bleiben, dann geht es genauso gut. Wow, wow, wow! Das war irgendwie fast klar. So, ich schaffe es! Ja! Letztes Mal, als ich das gespielt habe, bin ich als Erster verkackt, weil ich irgendwie so voll. Yeah! Weil ich so voll dumm gelenkt habe, da war ich so richtig schlau und erstmal so plopp im Wasser. Ja, so gut wie ich bin, ne? Da kommt das ja schon mal vor. Ja, klar, Hauptsache, wir stehen schon zu dritt da. Ich dachte gerade so, boah, ich bin geil, dass ich direkt dahin gekommen bin und jetzt sind auch schon wieder alle hier da. Hier, da! Was auch immer das gerade war. Wee! Oh mein Gott! Einfach so 10! Cool! Wie Challenge Time? Was für Challenge Time? Looks like the road splits here. Which way will you go? Also, welchen Weg werden wir gehen? Es kommt auf das Glück an.
toll. Stop! Hoffentlich kann ich links gehen. Hoffentlich links. Links? Nein, natürlich nicht links. Aber egal, wir hatten eigentlich genug Felder, sodass wir wieder links ankommen müssten. Ich glaube schon, oder? Oder zählen meine... Was? Wieso bin ich... Was? Ketchup! Ach so, das ist mit so komischen Fröschen. Ach, die hatte ich auch mal. Da musste man die immer in so Blöcke machen. So blob. Ah, so. Ach stimmt, da muss man so genau umgekehrt so machen. Aua! Braucht das eine halbe Stunde. Ich hüpfe! Ich hüpfe! Hier! Oh, hier! Ach, oh, fuck! Fuck you! Nein! Au! Irgendwie lustig. Ich mag das. Yeah. Oh nein! Oh, boah, er hat mich mal weggefällt. Das Spiel ist irgendwie lustig, aber alle anderen sind total dumm. Ich hatte voll den Mega-Abstand zu den anderen, weil die einfach richtig dumm sind. Ach, stellt euch mal vor, Nintendo würde so ein Saufspiel rausbringen. So für Nintendo DS. Boah, das wäre voll lustig irgendwie. Also das würde ich auf jeden Fall kaufen. Und oh, das habe ich auch letztens gesehen. Es gibt so ein Spiel von Grey's Anatomy. Da dachte ich mir so, was? Wieso? Ja, Hölle? Hölle! Yeah. Finde ich gut. Was? War doch bei mir eben auch ein Maulwurf, der mich da hingeworfen hat? Ich weiß es nicht mehr. Fail! Boah, geil! Einfach mal so 11. Yeah. Patschka! So, jetzt überhole ich vielleicht sogar noch den Bu, oder? Ich glaube schon. Yeah, ich bin cool. Aua, mein Feld. Cannonball, so heißt doch so ein komisches Lied von Lea Michele, von der komischen Tusse da aus Glee. Die ist irgendwie cool, ich mag die, die sind voll geil. Und ich habe gerade gar nichts gelesen. Egal, wahrscheinlich gewinne ich sowieso, weil die anderen zu schlecht sind. Hä, wie schlecht ist das denn? Das ist doch mal richtig leicht. Oh, das war jetzt aber sehr schwer. Was, wieso bin ich weggeflogen? Ach so, weil ich verkackt habe. Und ich so, oh, das ist leicht. Oh ja, da lesen wir gerade so ein Drama in Deutsch. Ich mag das. Auch wenn alle anderen sagen, nee, das hat was mit der Schule zu tun. Das musst du jetzt gefälligst scheiße finden. Wetten, die bestechen den Macher von dem Spiel? Ich glaube schon. Hier im Mario Party dreht es sich auf jeden Fall um Lobbyismus. Ich sehe das schon. Und der rennt da jetzt einfach ganz locker vorbei. Hallo? Oh nein. Nein. Besonders, hä? Wie soll ich denn darauf kommen, wo das hinfällt? Ich meine, das ist so vollkommen willkürlich eigentlich. Ja, toll. Ja, geil, ey. Pff. Jetzt ist doch klar, dass du das rechte Feld. Kann ich das nicht mehr ändern? Nee, natürlich nicht. Ja, das ist schon wieder voll Glück. Ach so, Mann. Ach so, man soll nicht da stehen. Ja, dann. Oh, toll. Jetzt ist es so viel leichter. Okay, dann nehme ich. Yeah. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht da rein. Jetzt katapultiert das bestimmt zu 10 Meter ab. Ja, natürlich kommt schon in meine Richtung. Das ist geil. Oh, zum Glück. Ja, so ist schön. Da, da, da. Und bei dem kleinen Fanny rein. Yeah. Okay. Aber das ist auch schon ziemlich viel Glück, muss ich sagen. Eigentlich fast nur Glück. Oh ja, was nehme ich denn jetzt bloß? Hm, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ja, ja, ist klar. Oh Gott, Hilfe, bleib einfach hinten. Ja, da ist schon mal eine gute Ecke. Ja, perfekt. Nein, 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 nein. Ist das dein Ernst? Jetzt wirklich? Boah, du wirst mich echt verkackt, Eier. Verkackt, Eier! Oh mein Gott! Auf jeden Fall ist der Buhu schlechter als ich und das ist alles, was zählt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, was? Das hat jetzt irgendwie gar nichts damit zu tun. Oder keine Ahnung, vielleicht ist ja Buhu irgendwie so ein komischer Bruder von mir, der mich mit, der meine Freundin. Hä? Besonders meine Freundin, ja. Der, keine Ahnung, was weiß ich. Der irgendwie meinen Laden ausgeraubt hat oder so. Und da passt das voll zu guten Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist mega geile Ein, ja. Ich will nämlich unbedingt nicht an der Scheiße vorbei da. Also an dem fetten Fwamp. Oder wie er heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, yeah, wo ich komm bitte. Natürlich die niedrigsten Zahlen, die es überhaupt gibt. Mhm, das war jetzt so klar. Boah, komm ich bitte, bitte. Wie weit komm ich? Wie weit? Wie weit? Ja, ist klar. Genau vor die Fresse von dem. Ja, mhm, typisch. Oh mein Gott. Ja klar, jetzt wieder 10 Meter zurück. Juhu, ist das schön. Und jetzt habe ich auch noch meinen Mushroom verbraucht. Oh mein Gott, das regt ja mal richtig auf. Hallo. Gibt es noch was? Oh, das ist so unfair. Irgendwie ist die Musik dumm, aber egal. Und die alle so plotsch, ich klatsche überall gegen, weil ich ein kleiner Fetti bin. Und ich so, yeah, ich kann alles. Ich manövriere perfekt. Ich könnte wirklich kein Pilot werden oder so. Oh. Oder auf mich. So, und perfekt durch die Kühe gelenkt. Wow, oh mein Gott, das war gerade richtig knapp. Ich finde, wir schlagen uns eigentlich gar nicht so schlecht. Die anderen sind auf jeden Fall dumm wie Wurst, was? Also bitte dumm wie Wurst. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt so ein komisches Sprichwort von den Deutschen. So, dumm wie Wurst. Magmaton ist, glaube ich, ganz cool. Oh ja, die nimmt auch Magmaton. Ja, das ist eigentlich richtig leicht, meine ich. Da muss man immer nur diese Buchstaben da drücken, um zum Ziel zu kommen und so. Und die, da die anderen dumm wie Stroh sind, passt das schon, ne? Okay, dann let's go. Das habe ich schon mal gemacht. Go! B! Y! E!
Wie dumm ist das denn bitte an? Ich glaube mal gar nicht. So, die Larve klebt so schon so schön im Erwarten darauf, mich aufessen zu können. Und das war gerade ein bisschen lahm, aber egal. Lahm Arschinisti, geschafft. Okay, 5 Blöcke. Ich glaube, da ist er noch nicht am Ziel angekommen. Ja, genau auf dem Bowser-Block. Boah, besser geht's nicht. Jetzt kommt er so an und sagt, ey, du bist schon irgendwie cool. Ich schenk dir einfach irgendeine Scheiße. Das wäre natürlich noch das Beste. Du bist auf meinem Bowser-Feld gelandet. Was passiert als nächstes? Nö, lass uns Bowser's Liste befragen und rausfinden. Yeah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was? Warp directly to the goal? Hallo? Voll scheiße. Nein! Nein! Items austauschen? Boah, ich hatte gerade so geile Items. Ernsthaft, ich dachte, der wird nur bestraft. Okay, zumindest. Was? Nein! Nein! Dann möchte ich gerne das Backwards-Bilder benutzen und das auf den kleinen Scheiß hier anwenden. Aha, Loser. Und der ist schon so eingekleistert, der kann ja noch nicht mal sehen, wie der abgeschossen wird. Das ist aber gemein. Schade. Ich dachte, er könnte wenigstens seine Niederlage genießen, aber nein. Schon wieder so klein Kindkacke. Ich meine, das habe ich früher auch gemacht, so malen bei nach Zahlen. Das fand ich früher richtig cool. Das war voll im Kindergarten so das Swagger-Spiel, so richtig Swag. Yeah, oh, das hat ja lange gedauert. Oh, es war so schwer. Oh Gott. So, let's go. Und fast, fast, yeah. La, 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 la. Oh, da fehlt auch ein Strich. Nicht so, oh, das ist voll leicht. Und vergessen erstmal so die Hälfte, so gut ich bin. Oh, guck mal, da kommt jetzt diese Hörnchen raus von Super Mario 3D World. Oh, das war schön, das war süß. Oh, ich hab grad nicht aufgepasst. So, start, wie der so sagt, start. Voll komisch irgendwie. Das erinnert mich immer an Impossible, wo die eine Tusse da immer so strong singt. Start. Voll komisch. Boah, so viel Glück müssen wir erstmal haben, ne? Die sucht gerade dieses komische Kamek-Item aus und die switcht mit dem vordersten Spieler die Plätze. Das ist aber richtig asozial. Jetzt gewinnt die wahrscheinlich noch, die dumme Tusse. Boah, wenn du jetzt gewinnst. Nee, natürlich kommt die wieder auf das Bowser-Feld. Dieses Bowser-Feld, ich hasse es einfach nur. Komm schon, bitte, was mich nicht ankotzt, ja? Okay, mach so, go back 10 spaces. Nein. Oh Gott, was muss man jetzt machen? Was? Ich verstehe es nicht. Achso, man muss das Teil wahrscheinlich so schwächen. Ah, verstehe, okay. Oh, das ist ja schön, dass die mal auf die Fresse kriegt. So, jetzt komme ich nämlich auch zum fetten Wump. Und dann muss ich, glaube ich, den noch 3-mal treffen. Dann komme ich zum Ziel. So, jetzt habe ich noch 3 Spaces left. Ich weiß nicht, ob die zählen. Nee, natürlich nicht. Oh nein. Das war jetzt so klar. Natürlich habe ich nicht die 4 gekriegt. Klar, wäre auch scheiße gewesen. Das ist ein Kack. I hate you, Spiel. Ich hasse dich so. Die Minispiele finde ich aber ganz cool. Das sind die einzigen Kreativen, weil man da sein System so neigen muss. Und das finde ich cool gemacht. So, das Spiel ist richtig cool. Da muss man einfach die ganze Zeit so cool rumlenken. Das gefällt mir. So ein bisschen wie bei Super Mario Galaxy. Da musste man das an manchen Stellen auch machen. Fand ich eigentlich ganz cool. So hier. Oh Gott, nein. Das muss man runterfallen können. Und das ist genau wie bei Super Mario Galaxy. Da gibt es nämlich genau dieselben Plattformen. Das finde ich voll cool gemacht. Oh, das gefällt mir jetzt wirklich. So, jetzt sind wir am Ziel und haben sogar den Jackpot geknackt. Ja, guck mal, das ist genau wie bei Galaxy gewesen. Oh, voll schön. Natürlich. Der kommt mal gerade da so hingefetzt und hat natürlich das Glück, den einfach mal zu besiegen. Oh, wie assi. Und der hatte auch noch mein Item von vorher, womit der zu der Stelle gekommen ist. Das war so klar. Typisch. Deshalb liebe ich das Spiel hier so sehr. Aber deswegen will man meistens auch weiterspielen. Das ist das Problem, wenn man es irgendwann einfach schaffen will. Ja gut, das war auf jeden Fall mein Gameplay. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, schreibt mir doch einfach mal die Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Ich fand es jetzt nicht so berauschend, aber jetzt auch nicht schlecht. Und ja, würde mich mal interessieren, ne? Also bis dann, ciao!